Die Kirchturmuhr des Augsburger Doms hat noch keine 6 Uhr geschlagen. Da hatten sich bereits die ersten Jugendlichen mit Rucksäcken und Decken bepackt, vor dem Wohnheim St. Hildegard versammelt und erste Kontakte geknüpft. Jeder Einzelne startklar für die Pilgerfahrt nach Assisi. Dort will sich die Gruppe 5 Tage lang auf die Spuren des heiligen Franz von Assisi begeben. Der heilige Franziskus natürlich, der an allen Ecken und Enden in Assisi zu spüren und zu riechen und zu schmecken ist. Überall merkt man etwas von dieser Einfachheit des Heiligen, der uns doch sehr, sehr viel zu sagen hat. Weil in dieser Radikalität, wie er Jesus nachfolgt, auch die jungen Leute, glaube ich, ziemlich viel für ihr eigenes Leben entdecken können. Dass man sich eben nicht an alle möglichen Sachen klammert, sondern dass der Glaube an Jesus so frei machen kann, dass man alles andere zunächst mal auf die hintere, auf die längere Bank schieben kann, um diesen Jesus im Mittelpunkt zu rücken. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das große Ziel der Fahrt, diesen Jesus, von dem Franziskus so begeistert war und so gesprochen hat, den wieder ins Zentrum des Glaubens reinzurücken. Insgesamt 33 junge Erwachsene aus allen Ecken des Bistums brachen am Montagmorgen auf in die knapp 900 Kilometer entfernte italienische Kleinstadt Assisi. Schwerpunkt der Reise werden Gottesdienste an den Stätten der heiligen Franz und Clara von Assisi sein.